Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bei QVC Verkaufsshow. Nein, das war fast witzig jetzt auch nur, ne? Ich hab's mir noch nicht überlegt. Ist mir jetzt so gerade ins Gedächtnis gekommen. Kennst du sowas, Kevin? Du willst witzig sein und du bist sowas von unwitzig. Das ist bei mir Standard. Okay. Ja, trotzdem, herzlich willkommen. Und zwar geht es heute um unser G-Tronics 360. Viele haben ja immer gefragt, viele haben gesagt, hier, G-Tronics, wer ist das? Sponsert der euch? Ist das ein was, wie, warum, auch weshalb? Wir haben sowas noch nie gemacht. Wir haben noch nie ein G-Tronics-Video bei uns hier auf dem MacChip-Kanal gebracht. Warum haben wir es noch nie gemacht? Weil wir gesagt haben, G-Tronics ist eine eigenständige Firma. Ich komme jetzt auch gleich dazu, warum, weshalb, wieso. Und wir gesagt haben, okay, MacChip ist MacChip. Wir haben da schon ein cooles Portfolio. Wir zeigen euch die Leistungssteigerung, wir zeigen euch Motorsport, wir zeigen euch LKW-Optimierung, Agraroptimierung und. Wir haben schon relativ viel, was wir euch zeigen können. Es wird also nie langweilig. Aber um unserem Produkt G-Tronics 360 jetzt mal zu helfen als eigenständiger Firma, wollen wir unsere bis jetzt schöne Reichweite mit knapp 6.000, 27.000 Abonnenten nutzen und einmal dieses Produkt erklären, um auch die Überleitung zu machen, dass wir mit G-Tronics einen eigenen Kanal machen werden. Kannst du mal einblenden, wo wir stiefmütterlich immer so Anwendungsvideos gezeigt haben bis jetzt, aber wir jetzt einmal im Monat ein Video bringen werden. G-Tronics 360. G-Tronics 360, die Idee davon, dafür ist, ich sag mal, Mitte 2015 schon gereift, ungefähr. Warum? Wir haben hier teilweise bis zu 20 Techniker angestellt gehabt. Wir hatten Engineering, wo wir Auspuffanlagen gebaut haben, wir haben gedreht und gefräst, wir haben eine CNC-Abteilung gehabt, wir haben Mechaniker gehabt, wir waren mal deutlich größer, wie wir es jetzt sind. In den letzten Jahren durfte jeder der Mechaniker immer sich sein, also jeder hat ja seine Werkzeugkiste und jeder darf sich auch das Sortiment nicht vom Werkzeug, aber von so Zusatzsachen wie Bremsenreiniger, Multiöle, was haben wir noch? Jeder hat ja sein Zeug da drin. Irgendwie den Entroster, dann Loctite und. Durfte sich das personalisieren, weil der eine hat gesagt, du, ich habe die letzten Jahre mit dem gearbeitet, ich möchte das gerne haben. Der hat mit dem. Wir waren nie an jemanden gebunden. Also wir mussten jetzt nicht nur, kann ich jetzt einfach sagen, wir haben jetzt nie gesagt, du musst das vom Würth nehmen oder du musst das von, was auch immer, ein WD-40 nehmen, du musst das von Sonax nehmen. Wir haben ein Grundsortiment und wenn du das erweitern willst, durfte jeder Mechaniker sich individuell beim David seine Sachen bestellen. Und das Witzige war, also es gab hier wirklich so viele verschiedene Anwendungen im Multiöl. Der eine hat gesagt, nur das. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann irgendwann gesagt, lass uns doch mal was selber probieren und lass uns doch bitte die besten Eigenschaften, die jeder meiner Jungs hier aufzählt, versuchen in einem Multiöl zu bündeln. Die haben mich ja ausgelacht. Die haben mich wirklich ausgelacht. Weil natürlich haben wir immer viel zu tun, das mal eben nebenbei ins Leben zu rufen, so eine Firma mit einem eigenen Multiöl und nicht einfach nur zu vertreiben, irgendwas zu kaufen, umzulabeln und zu verkaufen, sondern zu sagen, wir bauen uns das geilste Zeug, was man irgendwie umgebaut kriegen kann. Und dann haben wir gesagt, boah, das ist natürlich Aufwand und es wird sehr, sehr kostenintensiv und. Und das habe ich dann so verfolgt, habe dann überlegt, gemacht, getan. Wir haben alle Aerosolöle und alle Multiöle mal gekauft und haben wirklich hier selber Anwendungen gemacht und die Jungs durften hier machen, tun. Und ich habe mich da selber mit reingedacht. Dann haben wir Anfang, Mitte 2016, haben wir den Entschluss gefasst, okay, wir machen jetzt was ganz Verrücktes, wir ziehen das durch. Hab das mit meinem Geschäftspartner, mit dem Kiki Saknana, ist gebürtig aus Thailand, hat mittlerweile hier aber auch einen Wohnsitz oder einen Zweitwohnsitz und wenn nicht gerade Corona ist, pendelt er auch ein, zwei Mal im Jahr Richtung Deutschland. Ich habe gesagt, hier, ich habe da eine kranke Idee, hättest du Bock, da mitzumachen, weil ganz klar, das ist nicht nur so ein Hobby, sondern ich möchte das professionell, ich möchte eine Marke erschaffen. Ich möchte eine Marke erschaffen mit einem Produkt, was es in dem Bereich, in diesem, muss man wirklich sagen, sehr zähen Bereich, der wirklich nicht so der sexyste Bereich ist, emotionalste Bereich ist. Ich möchte da gerne ein Produkt auf den Markt bringen, mit Hand und Fuß. Und das ist halt sehr kostenintensiv. Und dann hat er gesagt, puh, du bist verrückt. Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, der Kiki und ich, und haben gesagt, okay, hat er gesagt, bin ich dabei, lass uns zusammen das machen.
Und wir haben dann diese Firma KK Technologie GmbH zum 01.01.2017 gegründet. Die Hard Facts hiervon ist, wir haben mit einem deutschen Chemielabor bis Mitte, also sage ich mal mindestens die ersten 6 bis 8 Monate der Firmen, nach Firmengründung, gingen alleine drauf, nur um das fertige Produkt zu entwickeln. Wir konnten nur die Anwendung vorgeben. Ich bin kein Chemiker, ganz klar. Ich bin kein Daniel Düsentrieb. Aber ich habe die Möglichkeit, durch meine Mechaniker oder durch auch Partnerbetriebe, ich muss mal kurz ans Telefon, also das ausmachen. Bin gerade im Video. So. Bin ich wieder da? Durch Partnerbetriebe haben wir die Möglichkeit gehabt, chargen, also wir haben dann immer so 15 ungelabelte irgendwelche viereckigen Dosen bekommen und haben diese Tester an alle Partnerbetriebe, die wir so haben, also sprich, wir selber konnten relativ viel machen, wir haben Restaurationen immer hier, wir haben viel Elektrik hier, Elektrikarbeiten hier, wir haben Motorsport hier, wir haben Nutzfahrzeug hier, wir haben einen begeisterten Fahrradfreak hier, den Tobi, ja? Plus wir haben das an andere Betriebe vergeben. Und immer nach so 3 bis 4 Wochen haben wir uns ein Feedback eingeholt. Meine Jungs mussten hier immer schön Häkchen machen. Wir haben so ganz einfach unterteilt. Wir haben gesagt, wie findet ihr Rostlösung? Wie findet ihr die Konsistenz? Wie findet ihr das? Wie findet ihr das? So. Und wir haben uns dann immer weiterentwickelt. Wir haben zum Schluss, ich weiß es nicht genau, ich glaube 14, 15 verschiedene Chargen bekommen von unserem Chemielabor, / Zulieferer, bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt das Finale, das ist jetzt das finale Liquid sozusagen, ja, wenn man so sagen darf, welches wir gerne vertreiben würden. In der Zeit haben wir den Namen entwickelt, wir haben, wie ihr gesehen habt, wir sind in Motorsport gestartet, da komme ich jetzt gleich zu, und haben gesagt, okay, mit diesem Produkt sind wir mit einer komplett eigenständigen, auch patentierten Inhaltsstoffen, mit einer modernen Mischung sozusagen. Wir haben viele Sachen drin, die neuartig sind. Deswegen können wir auch viel abdecken. Haben wir dann G-Tronics 360 auf den Markt gebracht. Die ersten gelabelten großen Dosen hatten wir so September, Oktober 2017 erst auch auf Lager. Weil das sind natürlich auch alles Wege. Wir produzieren in Deutschland. Wir lassen in Deutschland abfüllen, wir entwickeln in Deutschland. Wir haben uns relativ viel Gedanken auch um die Optik gemacht. Ich wollte was Frisches haben. Ich meine, ob die Dose jetzt so aussieht, so oder so, im Endeffekt ist das Zeug wichtig, was hier drin ist. Mir war wichtig, dass wir eine vernünftige Qualität an Sprühkopf haben. Dass wir mir war auch wichtig, dass die Dose schick ist. Ich finde die Dose persönlich schick. Mir war wichtig, dass es eine Aludose ist. So, dadurch ist das Zeug nicht besser oder nicht schlechter. Brauchen wir uns nichts vormachen. So. Und wir haben dann angefangen in 2018, auch erst mit dem Vertrieb. Wir haben, bevor wir die ersten Dosen wirklich verkauft haben, haben wir super viel erstmal für unsere Verhältnisse Basisarbeit gemacht. Wir haben einen TÜV-Test gemacht, Dekra-Test gemacht. Wir haben sehr viele Feldversuche gemacht. Wir haben wirklich mit vielen zukünftigen Kunden gesprochen, die sollen es ausprobieren. Richtung Installation, Richtung, wie gesagt, RC. Wir haben die kleine Dose, die sehr viel im Fahrradbereich benutzt wird, im RC-Bereich genutzt wird und im Waffenbereich genutzt wird. Und was soll ich sagen, wir haben jetzt 2020, wir haben 2 Vertriebler plus die Daniela Raab, die auch hier sitzt, macht den technischen Vertrieb bei uns. Wir haben zwei Außendienstler, die wirklich auch in die großen Häuser mittlerweile fahren und versuchen, uns dort zu platzieren. Aber es ist natürlich sehr, sehr zäh alles. Aber wir geben Vollgas. Weil viele haben schon mal gefragt, wo kann ich das Zeug denn kaufen? Wir sind aktuell bei über 70 Händlern gelistet. Wir sind bei Wessels Müller mittlerweile gelistet. Wir sind bei sehr vielen Autozulieferern. Sowas wie jetzt bei uns in der Nähe Kloska. Das ist ein Autoteilezulieferer. Da kannst du als Kevin auch privat hin und kannst dir deine Bremsscheiben kaufen. Du kannst aber auch als Gewerbetreibender dich beliefern lassen. Und da sind wir gelistet. Wir sind bei einem großen Metallhandel hier in der Umgebung auch zum Beispiel, der das mitverkauft. Wir sind Twinbush. Twinbush wird vielen was sagen, ist einer der größten deutschen, glaube ich, Hebebühnenhersteller.
Sie sind bei Twinbush jetzt mitgelistet. Ich glaube, die geben, oder sie geben jetzt eine Dose immer mit, der eine Hebebühne kauft, benutzen das Zeug selber, nicht nur, weil sie irgendwie, weil ich jetzt den Inhaber von Twinbush gut kenne, sondern er hat das Zeug von mir bekommen. Er hat gesagt, boah, das Zeug ist so gut, wir benutzen das bei jeder Inspektion einfach, weil es einfach die Anwendung genauso erfüllt. Und das war unser Ziel. Wir wollten versuchen, so möglich maximal eine eierlegende Wollmilchsau im, kann man so sagen, im Multiöl zu erreichen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen. Was wir jetzt nach gut 2 Jahren auf dem Markt als Feedback bekommen haben, ist, der es einmal kauft, kauft es wieder. Und damit bin ich wirklich mehr als zufrieden. Ich habe noch nie, wirklich noch nie von jemandem gehört, ja, das ist nicht besser oder schlechter wie das. Also der es wirklich benutzt, sagt, es ist cool. Das ist wirklich das, wofür man ein Multiöl haben möchte. Und wir werden jetzt, um das Ganze auch, weil wir natürlich auch einen YouTube-Kanal hier mit MacChip haben, werden wir unseren G-Tronics-Kanal, kannst du auch wieder einblenden bitte, werden wir jetzt auch ein bisschen auffrischen. Dieses Video ist das einzige Mal, dass wir das G-Tronics-Produkt aufgreifen, um einfach vielleicht den einen oder anderen sofort mal auf unseren G-Tronics-Kanal zu lenken, weil die schönen Videos, die wir da machen werden, sollen natürlich auch Leute sehen. Und ich glaube, wir haben sehr viele automotive Kunden, also Kunden, die mit Automotiv und Motorsport und was auch immer zugange sind, haben wir. Und ich glaube, das ist ein guter Kanal, das mal zu präsentieren. Da komme ich auch nochmal hin. Warum Motorsport? Wir haben natürlich Werbebudgets festgesetzt, damals direkt beim, als wir G-Tronics gegründet haben. Und da lag natürlich Motorsport als nächstes, weil wir uns im Motorsport sehr gut auskennen. Die Infrastruktur war da und wir mussten uns auf irgendwas festlegen. Wir konnten jetzt nicht sagen, wir machen jetzt nur im Bootebereich Werbung oder nur da. Wir waren halt limitiert und haben gesagt, okay, Motorsport ist das, was eh mitläuft, da brauchen wir nicht noch eine andere Baustelle aufmachen. Deswegen haben wir unseren Renault damals direkt in G-Tronics 360 gelabelt. Wir haben die Probedosen zum 24-Stunden-Rennen verteilt und, weil wir gesagt haben, genau da ist unsere Anwendungsgruppe. Und ich glaube, die meisten Motorsportteams, gerade am Ring in der VLN, wissen mittlerweile, was G-Tronics 360 ist. Und wir haben auch schönes, positives Feedback von vielen bekommen, ungefragt. Die Leute, oder wenn man bei Teams durch die Boxengasse läuft, siehst du, oder steht eine G-Tronics 360 Dose. Ja, und da wollte ich einfach nur mal aufklären. G-Tronics ist ein Produkt von uns. Es ist aber eine komplett eigenständige Firma. Es ist kein Hobby, wo wir sagen, ach komm, wir versuchen mal ein bisschen Dosen zu verkaufen. Das ist eine eigenständige Firma, gegründet war von mir und meinem Geschäftspartner Kiki Sagnana, aber hat nichts in dem Sinne mit MacChip DKR zu tun. Die ist zwar hier eingemietet, beziehungsweise benutzt unsere Räumlichkeiten und auch teilweise Lagerflächen. Das Ziel ist schon, einen starken Vertrieb weiterhin aufzubauen und Gas zu geben. Was ich aber gelernt habe, ist, wir sind jetzt im dritten Jahr, dass es sehr zähflüssig ist. Also es ist nicht irgendwie so, ach, du hast ein Produkt und die reißen das alles aus der Hände. Es ist sehr schwierig, in die großen Verkaufshäuser reinzukommen. Wenn du einmal drin bist, so wie wir jetzt, da bin ich auch stolz drauf. Wir sind wie gesagt, bei Wessels Müller, sind wir komplett gelistet, auch in-house. Das heißt, jedes Wessels Müller Haus kann auch intern unser Produkt intern bestellen. Und da gibt es jetzt nochmal 3 weitere große Zentraleinkäufe und da wollen wir auch noch rein. Und das ist so unser Ziel. Und ich bin auch zufrieden mit dem Gang, wie der Vertrieb jetzt geht. Nur wir haben damals extra das Budget so gewählt, dass wir erstmal wirklich ein Jahr fundamentale Arbeit machen können. Entwickeln, testen und nicht ein Vertriebskonzept erarbeitet, ohne ein Produkt zu haben. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Ab sofort bei G-Tronics. Ich denke mal, einmal im Monat werden wir so ein Bob der Baumeister-Video machen, so ein Anwendungsvideo, um euch so ein bisschen die Vorteile und auch die Anwendungsbeispiele zu zeigen von unserem Produkt und alles andere. Schauen wir dann, wie es angenommen wird. Ah, wir machen einen Rabattcode. Rabattcode Team MacChip DKR. Wenn ihr den eingibt in unserem Online-Shop, wir werden jetzt für die nächsten 8 Wochen versuchen wir es mal, oder sagen wir mal 10, 12 Wochen, für die nächsten 3 Monate, gibt es im MacChip DKR Online-Shop diese Dosen. Der VK ist 13,49. Wir geben euch die für 9,99 €, wenn ihr den Rabattcode Team MacChip DKR eingebt. Und den könnt ihr einfach im Shop eingeben. Ich würde sagen, ab 30 € Umsatz, also ab der 4. Dose, geben wir euch eine kleine umsonst. Sollen wir es so machen? War jetzt nicht geplant. Aber wir sind hier so ein bisschen bei QVC, ne?
Also 9,99 € eine Dose mit Rabattcode T-Mac Chip DKR. Ab, was habe ich jetzt gesagt? 30 Euro. Ab 30 Euro Umsatz gibt es die hier umsonst. Also vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auf dem G-Tronics-Kanal mal wieder. Ciao.